Herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown mit Arezu. Ich bin Arezu. Wir haben gerade ein großes Raumschiff abgeschossen. Und hoffen, dass wir da jetzt auch Dinge abbeuten können. Erst einmal bekommst du ein Plasmagewehr. Und wir brauchen hier noch eine richtige Rüstung. Irgendjemand hat uns eine richtige Rüstung geklaut. Hoppala, ich hoffe doch. Okay, der UFO-Absturz ist trotzdem noch erreichbar. Kaserne, Soldaten anzeigen. Warbatzen hat jetzt, glaube ich, schon die Rüstung von mir bekommen, obwohl sie. Ja. Obwohl sie noch nicht dabei ist. Dann. Entschuldigung. Nein, Hilfe! Da. Okay, jetzt können wir ihm seine Schalenrüstung geben. Hat sonst jeder alles? Alle leuchten grün, das sieht gut aus. Zulu, was hat er keine... aus irgendeinem Grund hat er keine Laserpistole. Wer hat seine Laserpistole? Hast du seine Laserpistole? Du hast einen Raketenwerfer. Na gut, du bist entschuldigt. Okay, nochmal kurz zurück. Soldaten anzeigen. Hast du vielleicht seine Laserpistole auch noch? Nein? Okay. Sean O'Neill, vielleicht du? Nein. Ah, Moment, wir können hier direkt durchwechseln. Ja, die Chiefs haben die nicht. Laserpistole, du bist Stalker. Okay, du darfst eine haben. Wir haben eine Laserpistole verloren, offenbar. Merkwürdig. Okay. Dann... UFO-Absturz, Skyranger losschicken. Soldat Smith muss aufleveln, deswegen nehmen wir sie mit, sonst hätte ich sie jetzt gerade durch ein Schiff ausgesetzt. Ausgetauscht, Entschuldigung. Stalker hat sein Scope, Zulu hat sein Scope. Oh, aber Stalker hat, glaube ich, gar nicht. Doch, Skelettanzug. Und zur Sicherheit, das dürfte aber der sein. Ja, ich bin mir beim Design nicht ganz sicher, weil die sich doch ein bisschen ähneln. Ich meine, klar, sie unterscheiden sich hier, das hier zum Beispiel. Gegen die riesigen Schulterplatten. Aber ich bin trotzdem eben zu unsicher, deswegen. Einsatz starten! Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten Sie sich hoffentlich fern. Tipp: Medikits können einen Soldaten vorläufig vor dem Tode retten, aber er muss trotzdem ins Krankenhaus, wenn der Schaden seine Rüstung durchdrungen hat. Ja. Also, wir bleiben wirklich möglichst doll zurück jetzt. Ich meine, die Elite-Mutons. Alles, was wir bisher gesehen haben. Gemessen am Aufprall scheint das Schiff aber in einem guten Zustand zu sein. Wir wissen nicht, was uns im Inneren erwartet. Sie sollten aber so schnell wie möglich auf die Brücke gelangen. Smith, mach bitte auf. Und. Der Feind rollt an. Hallo! Sie darf nicht feuern. Warum darf sie nicht feuern? Ach so, doch, sie darf feuern. Wurde nur mal wieder falsch angezeigt. Aber wenn es falsch angezeigt wird, ist ja nicht so problematisch. Problematisch ist es nur, wenn es auch wirklich falsch ist. So, dann würde ich sagen, Zulu, Präzisionsschuss. Hoppala. Hoppala. Da haben wir das Schiff etwas beschädigt. Das
So, 55% Chance. Und daneben, das ist nicht gut. Das ist Stalker. Stalker macht einen Präzisionsschuss auf den da bitte. Ach Gott. Die Deckung bringt dem wirklich viel. Aber nicht genug. Betäuben. 80% Chance. Liegt die Gesundheit des Ziels bei 6 TP oder weniger, ist die Chance größer. Tja, Elite, du kommst mit. Boom, boom. Lauf mal dorthin. Wendel. Dahin. Ich glaube, ich höre eine Sphäre. Bin mir aber nicht sicher. Okay, wir bringen Stalker hier hin. Und mit der Pistole auf Feldposten. Kann man hier hoch? Nee. Also höchstwahrscheinlich nicht. Zulu können wir erst später dahin schicken. So, Smits auf Feldposten. Jetzt können wir Zulu hier hinschicken. Und lad mal nach. Android. Sprintet rein. Boom, boom, geht hier hin. Und macht Feldposten. Wendel kommt hinterher. Und macht Feldposten. Was war das? Das war der Feind. Oh Gott. Ich glaube, da ist einer von den ganz Großen drin. Keine Deckung. Okay, lauf mal dorthin. Okay, das ist tatsächlich in Ordnung. Damit kommen wir klar. Kann mal jemand die Tür zumachen? Wahrscheinlich nicht. Ah, keine Ziele verfügbar. Noch zu weit weg. So, Feldposten. Waffe wechseln und Feldposten. Smits macht Feldposten. Ist schon auf der richtigen Waffe und Feldposten. Android natürlich auch Feldposten. Sollen sie doch ankommen. Und verdammt. Eine Drohne weniger wäre natürlich schön gewesen. Mir fällt gerade auf. Jetzt in der Situation wäre es ganz gut, wenn wir das Drohnenübernehmen geskillt hätten mit dem Pulslaser. Und Stalker erledigt den. Die Drohne. Wir sehen uns in der Hölle. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Und da kommt ein Schuss. Oder? Kommt da ein Schuss? Wenn Smith den erledigen könnte, wäre das ganz nett. Sehr schön. Und da wurde sie befördert. Genau darum ging's. Also nicht um eine direkte Beförderung, sondern darum Erfahrung sammeln zu lassen.
Okay, gehen wir mal dorthin und dort sehen wir niemanden. Bleiben wir auf den Posten. Du lädst mal nach. Nachgeladen. Und ah, alles daneben. Verdammt. Feind lebt noch. Das ist ein Problem. Au! Verdammt! Okay. Zeit, das Ding kaputt zu machen. Erledigt. Sehr gut. Gedankenkontrolle. Keine Ziele verfügbar. Okay, dann geh mal dorthin. Dort müsste ich den Ziel verfügbar haben. 58%ige Chance. 80%ige. Na gut, wir versuchen es trotzdem mal. Jetzt bin ich bei dir. Sehr gut. Dann schwerer Schweber. Ach, können wir jetzt noch nicht. Erst im nächsten Zug. Feind in Sicht. Ach Gott. Noch mehr Leute. War das gerade schon wieder ein Elite-Mutant? Okay, dorthin und mit der Pistole auf Feldposten. Android lädt mal nach. Und ja, sehr schön. Macht euch gegenseitig kaputt. Wir lassen den schwebenden Schweber hier möglichst offen rumlaufen und Feuer. Du gehst hier hin. Ja, nachladen, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Zulu. Da kann er mit der Pistole zuschießen. Und oh. Ist ja so eine. Okay, und dann kann er noch Feldposten machen. Achso, nee, das ist ja. Entschuldigung, ich bin gerade etwas durcheinander. Damit habe ich nur die doppelte Portion eben quasi verschwendet. Wendel. Kann nachladen. Packen wir es an. Okay, laufen wir zuerst mit dem hier rum. Schön ohne Deckung. Nichts. Da werfen wir mal einfach eine Granate blind rein. Dürfte ich mal. So. So. Da war offenbar niemand. Was zum Teufel war das? Und wir bleiben hier in Deckung. Solange es geht. Wir wissen ja, dass da noch der Elite-Mutant ist. Nachgeladen. Was war das?
Okay, dürfte ich mal bitte den auswählen? Danke. Und Treffer, sehr schön. Also den zu übernehmen hat sich schon gelohnt. Das Doofe ist, es lässt gleich nach und dann kommt er zurück. Nee, rausspurten will ich hier auch nicht. Das Problem ist eben, dass ich wirklich genau weiß, dass da hinten Gegner sind. Okay, jetzt ist er sauer. Aber er hat keine Granate mehr, das gefällt mir. Okay, weiter. Feldposten. Feldposten. Das war ja der primäre Grund, warum ich die Granate geworfen habe. Obwohl ich nicht genau wusste, ob da was ist. Nicht, weil es kostenlos ist, sondern weil es uns auch einen Vorteil bringt, wenn er eben überlebt. Der Plan war natürlich, dass er gar nicht überlebt erst, aber... Hallo! Warum zersplittert da noch eine Alien-Granate? Der hat es ja schon benutzt. Okay. Boom, boom, du sportest mal dorthin. Ja, auch unsere Scharfschützen dürften den da nicht ins Visier kriegen. Zulu, geh bitte dorthin. Android, geh bitte dorthin. Ich meine, das ist nur ein Berserker. Da haben wir nicht genug Reichweite. Na, Stalker. Hier hin. Der braucht eine Weile, um hierher zu kommen. Und wenn er dann da ist. Ja, also wenn er sich auf den Weg macht, dann ist er erledigt. Ah, okay. Ein normaler Mutant mal. Hey, Vorsicht, meine Deckung. Okay, zuerst der da. Bam. 16 mit einem Schuss. Da kommt er nochmal angerannt. Hoppala. Und damit ist er außer Reichweite. Dann erledigen wir noch den. Hat irgendjemand anderes den Berserker jetzt im Visier? Nee. Okay, machen wir Feldposten. Dürfte den genauso erledigen dann. Laufen wir dorthin. Feldposten. Und kommt er nach oben. Und erledigt. Okay, Walker, unser Stalker, ist auf Feldposten. Android. Können wir da mal hinschicken? Boom, boom. Kommt langsam hinterher. Wende, sprotet mal dorthin. Zulu macht Feldposten.
Also wir beschädigen hier gerade eine ganze Menge, aber wir können uns nicht darauf konzentrieren, alles ganz zu lassen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, unsere Leute einigermaßen ganz zu lassen. Okay, das sollte hier relativ sicher sein. Wäre nur schön, wenn wir... Ach, da. Wenigstens eine Deckung halten. Da haben wir eine. So. Feldposten. Feldposten. Sprint. Da hinten ist irgendwo irgendwas. Okay, wir schicken Wendel erstmal hier hin und lassen ihn die Tür öffnen. Hallo? Okay, hier scheint nichts zu sein. Denke ich. Feldposten. Feldposten. Wir schicken Envoid in die Deckung hier. Und auf Feldposten und Boom Boom darf hier mit hinspoten. Wir wollen da erstmal auf Nummer sicher gehen dann. Dass uns nichts in den Rücken fällt. Ich glaube eigentlich nicht wirklich dran, dass da was ist, aber... Ach Gott. Es ist schlimm, wenn man irgendwo hinten die große Gefahr hört. Die aber nicht wirklich kennt. Okay, hier würde es wieder rausgehen. Also wir wissen, also wir können davon ausgehen, dass das dieser riesige Läufer ist, den wir schon gesehen haben. Gut, hier haben wir keine Gegner. Wendel kann hier nicht durch, weil Boom Boom im Weg steht. Ja, dann reißt du dich hier ein. Und nachladen. Bin wieder da. Wo wir gerade dabei sind, hier auch mal nachladen. Und hier auch. Alles wieder im grünen Bereich. Hört ihr das? Ich höre etwas. Was genau? Bin nicht sicher, ob ich es wissen will überhaupt. Boom, boom, darf die Deckung einnehmen. Wendel darf die Deckung einnehmen. Die beiden wirklich mal hier rüberbringen auch. Ja, okay. Daher, wir machen dort eine, wir decken dort ab. Hui, das ist das erste Mal, dass einer von meinen das benutzt. Und Zulu ebenfalls. Hopp. Wenn hier zu viele Gegenstände im Weg sind, dann können sie eben auch nicht mehr effektiv helfen. Und ich will, dass sie effektiv helfen können. Okay, wir lassen Stalker dorthin. Oh, da oben wäre auch schön. Gut, da kann Zulu auch direkt hin. Das ist sehr schön, sehr schön. Okay, da ist noch nichts zu sehen. Hier haben wir keine wirklich schönen Deckungen. Okay, wir laufen erstmal ein Stück nach vorne.
keine Gegner zu sehen. Dann laufen wir erstmal dorthin. Immer noch keine Gegner zu sehen. Boom, boom. Kann dann hier hin. Mal ein bisschen ohne Deckung. So, wirklich komplett ohne. Ach Gott. Weil auch die Scharfschützen ja gerade noch nicht reagieren. Hört ihr das? Ich hab Angst. Okay, Sport bis dorthin. Boom, boom, sportet an die Seite. Wende, sportet auch an die Seite. Walker schicken wir mal dorthin. Und hier haben wir den Feldposten oben. Wende geht auf die andere Seite, macht auf. Und die sehen noch nichts wirklich Bedrohliches. Sicherheitshalber machen wir Feldposten erstmal. Auch hier Feldposten. Ich hoffe, dass er da reinschießen kann überhaupt aus dem Winkel. Hier machen wir Nachladen. Und hier ebenfalls Nachladen. Ich glaube, ich habe was gehört. Glaubst du? Endworld, geh mal dorthin. Kontakt! Ich sehe nichts. Okay, darum kümmern wir uns gleich. Wende. Kannst du den übernehmen? Keine Ziele verfügbar, okay. Geh mal hier in Deckung und versuch's dann. Und. Sehr schön. Damit haben wir unseren Speer. Feldposten. Und Moment mal. Wir geben den Posten auf, weil da das nicht in einer geraden Linie weitergeht. Android schicken wir dorthin. Boom, boom, übernimmt den Posten. Ich glaube, ich habe was gehört. Glaubst du? Okay, Stalker. Ja, checken wir hier hinten hin. Oh, ich sehe gerade, wir müssen mal die Folge beenden. Ja, wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.